Hier wird schon organisiert für morgen und wir sind im Spiel. 1:0. Der erste Punkt geht nach Düsseldorf. Querstrich Gütersloh. Was ist dein Tipp? Ich habe gerade schon versucht zu sinnieren. Ich muss mich aber jetzt mal festlegen. Ich glaube, Friedi und Irene machen es. Okay, dann sag ich die Bayern und es geht um Eis oder irgendwie so. Um Eis? Alles klar. Was für ein Eis? Capri? Oder eher Magnum? Redest du jetzt von Supermarkt? Ich dachte, wir gehen in eine Eisdiele. Ach so. Also so ein Kugeleis. Kugeleis, ja. Okay, dann ein Kugeleis. Deiner Wahl oder meiner Wahl. Sehr schön. Jetzt kommentiere ich aber parteiisch. Nein, Quatsch. Snickers-Eis, klingt auch gut. Kriegen wir schon hin. Ja. Oh, schön von Irene, dass der Rückhand noch platziert, Mitte. Genau in den Ellenbogen, da wo er hin muss. Dass selbst so ein beweglicher Spieler wie Mathe dann nicht mehr kriegen kann. Oh, toller Ballwechsel. Friedi taucht ab wie eine Gazelle. Jetzt zack runter und ist gleich wieder da. Und ja, das waren eben auch schon im Halbfinale. Die ein, zwei Punkte, die dann durch den hohen Ball nicht gemacht wurden, aus der Sicht der Bayern. Kann am Ende entscheidend werden. Ja. Aber jetzt. Schreibt einer Supermarkt-Eis. Come on. War das schlecht. Snickers-Eis, Supermarkt-Eis. Ja, gibt solches und solches. Ja, sie wirken irgendwie so ein bisschen, aber ich mache keine Prognosen mehr. Dann haut der Mathe wieder zwei vor den Topspins rein. Dann steht 7:5. Ich glaube, langsam werden die auch alle müde. Nach so einem Tag ist das natürlich auch selbstverständlich. Ja. Ja, die hessischen Fans sind nach Hause gegangen. Das ist hier auch ein bisschen Ruhe eingekehrt. Für die Stimmung wäre es natürlich besser gewesen, wenn Ryan Jager und Sarah Peter das Halbfinale gewonnen hätten, aber hier geht es Leistung. Hier wird Leistung. Noch heiß um das Eis hier kommentiert. Jetzt ist schon Ben und Jerry's. Ja, dann lieber Eisdiele. Hast du Favoriten? Cookies. Oh ja, Cookies ist gut. Früher immer Zitrone, mittlerweile Cookies. Ja, ich bin Vanilleverfechter, wer dafür oft ausgelacht, wie ich noch was Profanes nehmen kann. Aber ein gutes Vanilleeis, da geht nichts drüber. Und während wir über Eis diskutieren... Steht schon 8:8. Steht schon 8:8. Ja, 7:3, jetzt 9:8. Also 3:7, jetzt 9:8. Wie ich schon gesagt habe, keine Prognosen mehr. Und 10:8, zwei Satzbälle für die Bayern. Die Bayern... Da komme ich doch meinem Cookies immer näher. Wollte ich gerade sagen, die Bayern näher zum Titel bringen und dich zum Eis. Sehr gut. Aber... Haben sie sich auch verdient jetzt mit dem Punkt. Koharu hat da noch was dagegen. Ach nee, es war ja schon der Satzgewinn. Um Gottes Willen. 1:0 für die Bayern. In diesem Finale. Jetzt wäre eigentlich der Einsatz für deinen Bruder. Mal auf. Ach, hat er schon. Ach, siehst du mal, guck mal. Jetzt haben wir die Kollegen Borosch und beiden Schützlinge mal eine Nahaufnahme. Jetzt bräuchten wir noch den Ton dazu. Versuchen wir auch noch mal hinzubekommen. Kannst ja von den Lippen zu lesen, wenn du
Lippenlesen? Ja, genau, dem Coach von den Lippenlesen. Braucht man mit noch Maske. Brauchen wir noch einen Röntgenblick zusätzlich. Ja, Tobi Nagel, weil er nicht dabei sein kann, gebe ich nächstes Mal auch ein Eis aus. Unser Twitch-Experte, den haben wir nicht etwa nach Hause geschickt, weil es nicht auf Twitch-Streamen ging, sondern musste leider wegen einer Corona-Infektion daheim bleiben. Aber wir haben den Tag auch zu zweit geschafft, so halbwegs. Aber das Eis nehmen wir natürlich gerne an. So, zweiter Satz. Aufschlag. Bayern. Auch eigentlich wieder eine Chance, die gut liegt. Das haben wir jetzt auch schon öfter bei den beiden gesehen, dass die eigentlich immer sich gute Chancen rausspielen, aber dann doch auch öfter mal genau, oft nicht belohnt wird. Die einfachen so ein bisschen liegen lassen, dann aber trotzdem wieder eher die schwierigen nehmen. War eigentlich gut vorbereiteter Ballwechsel, oder? Mit dem Schnittrückschlag mit der Kaki. Dann aber der Fehler. Sehr guter Schopf. Das sind zum Beispiel mal Varianten. Ein bisschen mehr Seite rein, ist schon direkt viel ekliger. Mathe ist so eine Maschine, ja, das stimmt. Was der heute hier schon abgerissen hat, ist wirklich Wahnsinn. Diese Einstellung gefühlt schon 100 Mal heute gesehen, ja. Wie er die Vorhand wegnimmt, halb über dem Tisch. Da haben wir sie wieder, diesmal mit einem Flip. Jetzt nicht. Ist wieder ein bisschen zu hastig. Geht's ja auch in der Slow Motion ganz schnell. Schön rausgespielt. Schön mit Spin gestartet und dann nachgegangen und nochmal. Also gute Platzierung, schöner Ballwechsel. Wie sie da auch diese Rückhand so leicht abklappt. Haben wir im ersten Einzel schon gesehen, dass sie das extrem gut gemacht hat. Ist auf jeden Fall auch eines ihrer Stärken. Vanille oder Schoko? Ich bin bei Vanille auf jeden Fall. Ich auch. Schön auf Ellenbogen platziert. Aber auch das Duo von WTTV schlägt sich gut, ist aktiv. Tja, Kaoru Itakaki, Einzel ausgeschieden, nachdem sie das Top 48 und 24 gewonnen hat. Noch nicht dabei war, die Tochter von Ko Shi, dem Trainer von TSV Bad Königshofen. Ja, und vielleicht das mit das Nachwuchstalent, was wir haben hier. Jetzt kann sie auch ihren ersten internationalen, hätte ich schon gesagt, ihren ersten nationalen Titel feiern. Bei Top 24. Ist das dann ein Titel, wenn man das gewinnt? Auf jeden Fall. Wie wird das bei euch gerankt? Top 12, deutsche Meisterschaften? Also auf jeden Fall zählt der deutsche Meisterschaftstitel dann doch irgendwie am meisten, weil, einfach schon vom Namen, ne? Man ist deutscher Meister oder man ist Top 24, da kann man vom Namen, wenn man das, keine Ahnung, Klassenkameraden Montagmorgen in der Schule erzählt, können die natürlich mit dem deutschen Meisterschaftstitel mehr anfangen. Ja. Aber eigentlich zählt es genauso, ne? Also eigentlich ist das ehrlichste Turnier das Top 12, weil dann wirklich jeder gegen jeden spielt. Und deutsche Meisterschaften dann doch auch auslosungsgeprägter sind, aber Titel ist Titel, ne? Titel ist Titel. Nimmst du alles mit.
So, da haben wir den Kameraschwenk wieder verfolgen dürfen. Und 9:8. Schön. Taucht er ab, Friedi. Um sich noch in Position zu bringen und macht es sehr gut. Zwei Satzbälle. Titel ist Titel, gehört auch ins Schwein. Ja, bitte. Pünktlich zum Satzausgleich. Genau. Dang. Da freut sich Ping-Pong-Pick, Twitch-Pick, wie auch immer es heißt, bis morgen ist. Twitchy finde ich auch ganz süß. Twitchy ist die Namensfindung noch offen. So, Satzausgleich. 1:1. Wie soll es anders sein? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch hier einen Entscheidungssatz geht. Das wäre natürlich das maximale Drama. Ja, was, wie aufnahmefähig kann man so und abends noch sein? Ne, körperlich, mental wahrscheinlich echt kaputt. Das sieht man auch ein bisschen an. Ja, man sieht es ein bisschen an. Das an der Haltung. Völlig verständlich. Ich wäre schon längst zusammengebrochen. Und aber sie scheinen wirklich auch über technisch-taktische Dinge zu reden. Aber klar, wenn man jetzt hier steht, möchte man natürlich auch das Ding nach Hause bringen. Eine Spendemöglichkeit, ja. Alles, was im Twitchy oder wie es auch immer heißen wird, landet, wird auch irgendeinem guten Zweck zugeführt. Schauen wir mal, was wir da finden. Es wird definitiv nicht ins Eis investiert. Wieder eher einfacher Fehler oder vermeintlich einfacher. Ja, kein guter Rückschlag von Friedi. Im Gegensatz zu dem, der das sehr stimmt. Gut war. Fokussiert den Ball, sieht man hier super und der Aufschlag auch wieder zu lang geraten. Zu hoch. Oh, super geholt. Schöne Öffnung hier, aber gut reagiert. Aber 4:2. Da. Gut gerettet von Friedi, aber am Ende nicht belohnt dafür. 4:4. Muss ich eigentlich für Sprüche bezahlen, die ich schon gesagt habe? Muss ich dann für die doppelt bezahlen? Oder? Nee, ist schon okay. Also wenn ich jetzt sage, es geht hin und her, muss ich nicht nochmal bezahlen. Nee. Aber es ist tatsächlich so. Da hinten, ne? Wenn ich das sehe, hinter dir, das Runde muss aufs Eckige, das ist auch auf jeden Fall ein Euro wert, der Spruch. Aber wer hat das? Das steht hinter dir auf dem Roll-Up. Ach so. Ja. Definitiv, das geht auf auf dem DTDB, oder? Genau, nein. Twitch muss erstmal ein bisschen verdauen. Der war auch schlecht. der hat gebraucht, aber der war schlecht. Ja. So, 7:5. Leichte Vorteile jetzt.
bei den Nordrhein-Westfalen. Es hat trotzdem nichts zu sagen. Nein, hat gar nichts zu sagen, natürlich. Denn es steht schon wieder 7-7. Kein guter Aufschlag auch, fand ich auch. Da waren sie irgendwie in den letzten, gerade im ersten Mix-Doppel, die Bayern entschlossener. Da haben die wirklich wenige solche Dinger liegen lassen. Weil sie sich wirklich immer gute Chancen erspielen, aber sie nicht ganz nutzen können. So, das wäre eigentlich dein Einsatz gewesen, hier den Ball mal wieder zurück ins Spiel zu bringen, Sophia, aber. Verpasst. Ich bin nicht so schnell momentan. Schön. Ja, jetzt so ein bisschen, wer aufschlägt, verliert gerade. Die letzten Punkte. Auch hier wieder. Halblanger Aufschlag, die fliegen alle halblang raus. Genau, die Rückschläge irgendwie schon im Vorteil auch. Aber jetzt quasi das Break sozusagen. Und wie zwei immer, ne? Zwei Satzbälle. Nee, ich darf leider nicht mehr mitspielen. Ich glaube, du musst dann kommentieren dort. Der war nicht weit entfernt. 10-9, einer bleibt noch. Immer in den engen Situationen der Tomahawk von Matej Haspel. 11-9. Einfacher Fehler. Ja. Nimmt ihn völlig richtig, aber knapp im Aus. Und ein Satz fehlt Friedi und Arin noch zum deutschen Meisterschaftstitel. Und zu deinem Vanilleeis. Und zu meinem großen Vanilleeisbecher. Ich kann jetzt schon mal ein bisschen in die Offensive gehen. Die deutsche Meisterschaften der Erwachsenen, ja, da müsst ihr euch, glaube ich, noch bis nächste Woche gedulden, da wird es bekannt gegeben, wo die sind, offiziell. Das ist ein bisschen schwierig gewesen dieses Jahr, aber es wird welche geben und auch nicht in allzu ferner Zukunft, aber ich darf leider noch nicht verraten, wo sie stattfinden. Ja, Simone schüttelt auch mit dem Kopf, die Pressesprecherin vom Deutschen Tischtennisbund. Wenn ich es jetzt sage, bin ich raus für alle Zeit. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Es ist nicht Wiesbaden, so viel kann ich verraten. Schade eigentlich, oder? Hier finden nur die wirklich wichtigen Veranstaltungen statt. So. Der Termin ist schon 25. 26. Juni ist auf jeden Fall der Termin. Der ist schon fix. Wahrscheinlich auch nicht mit dir. Das ist noch zu nah, oder? Hast du schon, hast du das vorhin schon mal gesagt? Der Tag war so lang. Ob du eine Prognose hast, wann du wieder so ein bisschen anfangen kannst? Ja, also jetzt bin ich erstmal froh, dass ich überhaupt wieder belassen darf. Ja. Aber ja, also konkretes Datum, klar kann ich nicht sagen. Heute und morgen wird es nicht mehr sein. Aber ja, ich gebe alles, dass es so schnell wie möglich geht. Wir drücken die Daumen. So ein Mist braucht kein Sportler. Oder keiner insgesamt. Wir bekommen gerade richtig süße Nachrichten. Stimmt, ja. Vielen Dank für die Komplimente. Das freut uns.
Sagen die Leute, mich quatscht zu viel. Ja, Friedrich Kuhn von Buxhoff, auch jemand, der mit der Rotation so ein bisschen spielen kann. Bundesrenner hat gesagt, er spielt Schach auf dem Tischtennistisch. Ein sehr großes Kompliment, zumindest würde ich es als solche empfinden, wenn das mein Bundestrainer über mich sagt. Schauen wir mal, 6 Punkte fehlen noch zum Schachmatt. Und zum deutschen Meistertitel. 6-3, da kommt die Auszeit, ich wollte es gerade sagen. Ich als Auszeitprofi hätte sie jetzt auch genommen. Selber nehme ich nie eine, wenn ich spiele. Das sind immer so die Standard-Spielstände, ne? Ja. Auch 0-2, 0-3 ist so eine Geschichte. Da wird auch oft ein Timeout genommen. Ja. Ja. Ah, Grüße auch an Jörg Fuhrmann, der uns hier gerade abfotografiert mit seiner gelben Kamera. Wir haben ein gelbes Schwein. Und er hat eine gelbe Kamera. Fotograf. Vom WTTV, auch bei Borussia Düsseldorf oft unterwegs, bei den Erwachsenen, bei German Open auch schon dabei gewesen, bei uns deutsche Meisterschaften. Beliefert die Tischtennisszene mit Bildern, wahrscheinlich auch mit einem Jubelbild. Die Frage ist nur, von wem? Entweder von diesen beiden. Da muss jetzt aber was passieren. Oder von den beiden im Hintergrund. Boah, wieder gut rausgeholt. Irgendwie so ein Zauberschlag, würde ich fast sagen, den er da mit seiner Rückhand ein bisschen in Tennismanier rausholt. Sieht man leider nicht in der Zeitlupe. Die Chance ist immer da. Und jetzt sind sie wirklich nicht mehr weit weg. Aber auch noch nicht so richtig nah dran. Nah dran, genau. Da wollte er wieder einen rumspielen, um die Ecke luppen. Der Friedi. Angefeuert. Die letzten Zuschauer, die noch da sind. Um 19.34 Uhr. Viel Risiko, war aber auch jetzt wichtig nach den 3 Punkten für die Bayern. 8-6. Schöner Ballwechsel. Der etwas unorthodox gespielt von Friedi. So wie eigentlich schon die ganze Zeit. Ja, hier mit eingesprungener Turlup. Aber nicht zum mit Erfolg gekrönt. Und es steht wieder 8-8, 7-3, 8-8. Zu viel redet höchstens der Ritchie. Genau. Aber das hat auch Hand und Fuß. So. 9-8. Das ist Wahnsinn, Matej und Koharo, die sind... Fünften Satz geht. Ja, die sind irgendwie... Die sind zäh. Oh, super Ballwechsel, 10 zu 8, 2 Satzbälle. Zum Satzausgleich und zum ultimativen Showdown. Zum Abschluss dieses Tages. Wieder super Ballwechsel. So, jetzt gucken wir mal, ob Matej wieder einen direkten Rückschlag, wenn er macht. Nein, wählt gleich den Rückhand-Rückschlag. Und wird dafür aber auch belohnt.
11 zu 8. 2 zu 2. Haben wir heute nochmal alles rausgeholt. Jetzt schaffen wir die 11 Stunden noch. Die älteste Spielerin mit der Nummer 50, das ist Koharu Itagaki. Wir könnten mal das genaue Geburtsdatum raussuchen. Jahrgang ist sie 2010. 2011 sogar. Siebenundzwanzigster 1. 2010. Das ist also 12 geworden. Vor 6 Wochen. Wahnsinn. Süß. Elf, das heißt, die geht in die 5. Klasse? Würde ich sagen, ja. Gerade mal eine Einschulung hinter sich. Nee, 12. 2010. 12 geworden? Januar 2010 ist genau 12 geworden. Ja, ganz locker den Netzball weitergespielt. Sechste Klasse, ja. So, 2-0. Guter Start. Für das oberbayerisch-unterfränkische Duo. Das nimmst du auch ganz genau, ne? Ich wollte es jetzt einfach nochmal sagen, ja. Jetzt habe ich es. Der tut weh, den sehen wir jetzt hier wahrscheinlich nicht ganz. Ah, 4-0. Tja. Jetzt ziehen sie wieder durch, ne? Ja, das ist. Es ist wirklich interessant. Wir hatten 2-1, 7-3. Für Friedrich Kühn von Burgsdorf. Marien Kalei Zidou, um nochmal die richtigen Namen, kompletten Namen zu sagen. Und jetzt ist das Blatt komplett gewendet für den Moment, möchte ich aber ausdrücklich dazu sagen. Kleiner Fehler bei der Aufstellung, der vom Schiedsrichter korrigiert werden muss. Das gibt es auch nicht nur in der Kreisliga. 6 zu 1. Hier schreibt einer mit Cookies, sieht doch gut aus. Das habe ich ja schon fast wieder vergessen. Ich habe es auch extra nicht mehr erwähnt, seitdem es nicht mehr so gut aussieht. 7 zu 1 jetzt. Aber, wie wir schon gesehen haben, die magische 7. Die magische 7. Das kostet. Ja? Die magische 7, ja. Ups. 8 zu 1. 3 Punkte noch. Oh, das ist jetzt aber das auch war wirklich. Den sehen wir jetzt gut hier in der Zeitlupe. Oh, doppeltes Netz. Das ist Tischtennis, ne? Ja, 9-1. Aber das war der zweite richtig fiese jetzt, aber ja, es steht 9-1. Da fragt keiner mehr danach. Und jetzt sind es 9 Matchbälle und es ist noch ein einziger Punkt zum deutschen Meistertitel. Und da ist er. Der erste Titel geht an Matte Jaspel und Koharu Itagaki. Deutsche Meister im Mixed hier in Wiesbaden. Wir gratulieren ganz herzlich. Auf jeden Fall. Freude sieht ein bisschen verhalten aus, aber nach dem Tag. Die Freude wird bestimmt heute noch kommen. Die Freude, wenn wir den Krämpfen kommen, dann im Hotel. Ja. Nein, also auf jeden Fall verdiente Sieger, ja. Haben sich im Halbfinale durchgekämpft in 5 Sätzen. Haben da einige Hindernisse beiseite geräumt. Jetzt 2-1 hinten gelegen, 3-7. Schien fast schon verloren.
Und dann wieder zurückgekommen. Mental auch richtig gut, muss man wirklich sagen. Insofern freuen wir uns mit den Bayern über ihren ersten Titel. Und natürlich freuen wir uns mit dir über dein gewonnenes Eis. Oh, stimmt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das gibt auf jeden Fall einen Bildbeweis, oder? Das gibt einen Bildbeweis, einen Videobeweis, genau. Mega.